Sehr verehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich auf dieser, ja, ich möchte mal sagen, Zugabe zu meinem Interview beim Superimmunkongress. Mein Name ist Volker Schmiedl, ich bin Schirmer dieser Veranstaltung und ja, ich hatte ja schon ein Interview aufgenommen zum Thema Nährstoffe und Immunsystem. Ja, das war aber vor einem halben Jahr gewesen und inzwischen hat sich da sehr viel getan an der Studienlage. Es sind ganz neue, ganz tolle Studien dazugekommen über Wirkung von Nährstoffen, die ich Ihnen auf gar keinen Fall vorenthalten möchte. Die Kongressleitung hat mich daher gebeten, nochmal so einen ganz kleinen Vortrag aufzunehmen, so 5 bis 10 Minuten Dauer. Ja, mehr sollte das gar nicht sein. Ja, ich habe mich wirklich beschränkt. Ich habe wirklich versucht, nur das Allerwichtigste rauszusuchen, aber es sind ein wenig mehr als 5 bis 10 Minuten geworden. Aber ich denke, das ist so wichtig, es wird Sie nicht langweilen. So, dann darf ich auch starten mit der kleinen Präsentation. Also, was gibt es Neues? Das Interview ist ja im Sommer 2020 aufgenommen worden. Wir schreiben mittlerweile Dezember 2020 und siehe da, der Impfstoff ist ja nicht mehr weit. Also das könnte sehr schnell gehen, dass der Impfstoff kommt. Okay, wir wissen nicht, wie gut er wirkt. Wir wissen auch nicht, welche Nebenwirkungen er haben wird. Und ich möchte heute auch gar nicht über den Impfstoff sprechen. Nur so viel ist sicher, in diesem Winter 2020, 2021 werden mit Sicherheit nicht alle geimpft werden können, die es möchten. Das heißt, wir müssen in jedem Fall, und erst recht natürlich, wenn wir uns gar nicht impfen lassen wollen, den Winter irgendwie überbrücken. Und da könnten Nährstoffe eben eine ganz wichtige Rolle spielen. In meinem Interview sehen Sie genau, welche ich da meine, aber jetzt kommen noch mal ein paar harte neue Fakten mit dazu. Also Vitamin D und Infekte. Hier eine sehr spannende Arbeit über den Zusammenhang zwischen Vitamin D-Mangel und Sterblichkeit von Atemwegserkrankungen. Ja, und die Autoren haben das auch sehr schön ausgedrückt. Vitamin D hat möglicherweise das Potenzial, die Sterberate während und nach Covid zu begrenzen. Das ist eine sehr optimistische Aussage. Wissenschaftler lehnen sich normalerweise nicht so weit aus dem Fenster raus. Als diese Studie angefertigt worden ist, da gab es eigentlich noch gar kein Covid-19. Aber sie sagen einfach, das, was für die anderen Viren zutrifft, warum sollte das für Covid-19 nicht zutreffen? Also die haben fast 10.000 mittelalte bis alte Erwachsene untersucht, zwar 15 Jahre lang. Und wir haben gesehen, fast die Hälfte hat einen Vitamin D-Spiegel unter 50 Nanomol, ist also ein Vitamin D-Mangel. Jeder siebte hat einen gravierenden Vitamin D-Mangel. Und wir haben jetzt einfach geschaut, wer stirbt denn mit welchen Spiegeln an irgendwelchen Lungenerkrankungen. Das kann chronisch obstruktive Bronchitis sein, ambulant erworbene Pneumonie, Asthma, virale Infekte, ist völlig egal. Alle Sterblichkeiten haben die aufgeführt. Ja, und das ist so die Kurve, die dabei rauskam. Und wir haben also jetzt hier bei 75 Nanomol pro Liter. Das ist so ein Grenzwert, den mittlerweile manche Labore als unteren Grenzwert aufzeigen. Einige haben immer noch den, ja, für mich sehr konservativen und eigentlich überholten Grenzwert von 50 Nanomol pro Liter. Also die haben schon die 75 Nanomol pro Liter gewählt und haben gesagt, so, die Sterblichkeit setzen wir jetzt da einfach mal gleich eins. Und was passiert mit Menschen rein statistisch, wenn ich niedrigere Vitamin-D-Spiegel aufweise? Und wir sehen, mit niedrigeren Spiegeln steigt das Sterberisiko an. Und schon bei den 50, die ja eigentlich als normal gelten bei manchen Laboren, haben wir schon eine Verdopplung. Und bei 30, da haben wir eine Vervierfachung. Und gehen wir in die andere Richtung, über 100 haben wir eine Halbierung des Risikos im Vergleich zu denen mit dem 75 Nanomol pro Liter. Mein persönlicher Optimalwert und der von vielen, die mit Vitamin D arbeiten, der liegt ebenso bei 100 bis 150 Nanomol pro Liter. Das scheint nach allem, was wir wissen, wirklich der optimale Wert zu sein. So, hier eine andere Arbeit, die sich auch mit dem Vitamin D-Mangel beschäftigt und sagt so,
Wie kommen denn nun Covid-19-Patienten aus der Erkrankung heraus, je nachdem, ob sie Vitamin-D-Mangel haben oder nicht? Und das ist eine sehr kleine Studie mit nur knapp 200 Patienten. 41 davon, gleich 22%, hatten immer einen ganz gravierenden Vitamin-D-Mangel von kleiner 30 Nanomol pro Liter, also nicht weniger. Nun hat man bei denen berechnet, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, mit dieser Erkrankung auf die Intensivstation zu kommen oder zu sterben. Es heißt ja immer wieder, ja, diejenigen, die schwere Krankheiten haben, die haben auch häufig einen Vitamin-D-Mangel, weil sie eben die schwere Krankheit haben und nicht rauskommen. Und hier hat man aber die genommen, die bei Beginn der Krankheit einen schweren Mangel hatten. Und da wurde einfach mit Beginn mit diesem schweren Mangel oder ohne diesen schweren Mangel geschaut, wie ist denn das weitere Prozedere, wie ist die Prognose dieser Patienten mit oder ohne starkem Vitamin-D-Mangel. Und hier ist das Ereignis Intensivstation oder Todesfall. Es wurde da beides zusammengenommen. Wurde jetzt leider nicht Intensivstation alleine nochmal betrachtet. Das hätte ich mir eigentlich auch gewünscht. Also wie ist die Wahrscheinlichkeit, auf die Intensivstation zu kommen oder zu sterben mit oder ohne Vitamin-D-Mangel? Und wir sehen hier unten die blaue Linie. Das sind also die Menschen, die mit Beginn der Erkrankung einen Spiegel über 30 hatten. Also es kann auch sein, dass einige von denen 40 hatten, was immer noch nicht gut ist, was immer noch ein Mangel ist. Manche hatten vielleicht 60, manche auch 80. Aber diejenigen, verglichen mit denen, die unter 30 lagen, das ist die Kurve hier, hatten ein viel besseres Outcome. Also wir sehen hier also ganz klar unter 10%, vielleicht 7 oder 8% Intensivstation oder Todesfall. Und wir sehen, unter 30 Nanomol bedeutet, dass mehr als 40% auf der Intensivstation müssen oder sterben. Die Wahrscheinlichkeit, dass eins von den beiden eintritt, ist um das 7- bis 8-fache erhöht. Und hier hat man jetzt nur mal den Todesfall herausgesucht, beziehungsweise hier hat man die Überlebenden, also mit Spiegel über 30 Nanomol pro Liter, was wirklich noch kein hoher Spiegel ist, nur der stärkste Mangel, der ist halt nicht mehr da, dann bedeutet das, da sterben vielleicht 2 oder 3%. Und die rote Linie, das sind die sterben. Und wir sehen, mit dem Vitamin-D-Mangel sind das doch über 30%. Und die Wahrscheinlichkeit zu sterben mit dem ganz schlechten Spiegel im Vergleich zu den ja, einigermaßen moderaten Spiegeln ist das 15-fache. Oder umgekehrt, wenn ich alleine nur den schlimmsten Mangel vermieden habe, dann sinkt meine Sterblichkeit auf 1/15 ab. Das ist schon Wahnsinn. Die Arbeit finde ich auch ganz, ganz toll. Die ist im September 2020 erschienen, also sehr, sehr aktuell. Und das ist die meines Wissens bisher größte bekannte Vitamin-D-Covid-Studie. Die haben von allen Amerikanern, wo sie den Vitamin-D-Spiegel gemessen haben und wo ein Covid-Ergebnis vorlag, verglichen, wie verhalten die sich denn nun zueinander? Wie viele Testpositive gibt es denn in Abhängigkeit vom Vitamin-D-Spiegel? Und das ist bei rausgekommen. Und wir sehen ja, wenn der Spiegel hier eher niedrig ist, ja, dann wurden immer doch so 12 bis 13% waren testpositiv. Und ich betone testpositiv, die sind noch nicht infiziert. Wir werden jeden Morgen im Fernsehen und in der Zeitung angelogen. Ja, ich sage Lüge, wenn gesagt wird, das sind Infizierte. Es sind keine Infizierten, es sind Testpositive. Das kann sein, dass sie infiziert sind, es kann sein, dass sie schwer krank werden, es kann sein, dass sie sterben, aber sie sind nicht infiziert und sie sind noch nicht krank und sie werden es vielleicht auch nicht. Oder sie haben die Erkrankung gerade hinter sich und da sind noch so ein paar Wirchen übrig. All das kann sein, das wissen wir nicht, aber es ist natürlich möglich, wenn ich testpositiv bin, dass ich infiziert bin. Also es wäre schon ganz gut, auch nicht testpositiv zu sein. Und wir sehen also hier ganz klar, mit niedrigem Spiegel ist die Wahrscheinlichkeit testpositiv, Klammer auch, möglicherweise auch die Wahrscheinlichkeit zu erkranken oder zu versterben, sehr viel höher, als wenn ich gute Spiegel aufweise mit hier über 40. Und wir sehen wieder so bei 40 bis 60 Nanogramm pro Milliliter.
40 bis 60 Nanogramm pro Milliliter ist genau dasselbe wie 100 bis 150 Nanomol pro Liter. Der Umrechnungsfaktor ist 2,5. Leider haben unterschiedliche Labore da unterschiedliche Messwerte. Ja, und da möchte ich doch lieber in dem Bereich hier sein, wo die Testpositivrate vielleicht so bei 6 bis 7% ist. Nebenbei, der Durchschnitt in der deutschen Bevölkerung liegt unter 20 Nanogramm. Wir liegen hier noch links von der Kurve und wir hätten vermutlich viel weniger Testpositive, wenn wir bessere Vitamin D-Spiegel hätten. Das sind epidemiologische Studien, die geben Hinweise, die sind noch nicht beweisend, das muss ich dazu sagen. Und hier mal eine Studie mit Menschen, die schon auf der Intensivstation waren oder gerade frisch auf die Intensivstation gekommen sind. Auch hier hat man wieder geschaut, sind die Spiegel schlecht, sind sie gut, was bedeutet das für das Outcome? Man hat hier einen Grenzwert von 50 Nanomol genommen, unter 50 hat man als Mangel definiert. Und ja, der Vorwurf ist ja immer, ja, die haben mal auch ein hohes Lebensalter und das sind vielleicht gefährdete Männer und die sind übergewichtig und die haben Herz- oder Nierenerkrankungen. All das sind ja unabhängige Risikofaktoren für einen schweren Verlauf von Covid. Und das haben die hier jetzt alles statistisch herausgerechnet. Das kann man machen. Und dann bleibt übrig, der Vitamin-D-Mangel alleine erhöht das Risiko, dass die Erkrankung wirklich sehr schwer und sehr gefährlich verläuft, auf mehr als das Dreifache. Also wir sollten, wenn es geht, einen guten Vitamin-D-Spiegel haben, damit wir erst gar nicht testpositiv werden, damit wir erst gar nicht krank werden und damit wir, wenn wir auf die Intensivstation kommen, keinen schweren Verlauf haben. Das wäre vermutlich sehr, sehr sinnvoll. So, diese epidemiologischen Studien sind interessant, werden aber immer wieder kritisiert, da gesagt wird, ja, aber wir müssen das doch geben und wenn wir das geben und dann haben wir Effekte, dann ist erst der Beweis erbracht. Und das hat diese Studie hervorgenommen, eine spanische Studie. Die Spanier waren ja auch sehr stark gebeutelt mit Covid und da hat man also stationäre Patienten, die noch nicht auf der Intensivstation waren, den hat man gleich am Tag der Aufnahme 20.000 Einheiten eines Vitamin-D-Präparates gegeben. Am Tag 3, am Tag 7 und dann noch einmal in der Woche auch 10.000 Einheiten. Jetzt muss ich dazu sagen, die haben nicht das Vitamin-D3 genommen, was wir normalerweise haben, sondern sie haben das 25-OH-Vitamin-D genommen oder Calcifediol, also quasi das Speichervitamin. Lässt sich das jetzt überhaupt mit dem normalen Vitamin D vergleichen? Ja, lässt es. Wir haben inzwischen Dosis-Äquivalenz-Studien vorliegen, die besagen, dass dieses Speichervitamin D etwa dreimal so stark ist wie das normale. Also wenn man jetzt am ersten Tag 60.000 gegeben hätten und dann weiter 30.000, dann müssten wir eigentlich die gleichen Effekte haben. Auch das ist noch nicht bewiesen, aber es sollte so sein. Ja, und dann war die harte Frage, wer von denen wurde nun intensivpflichtig, die Vitamin D bekommen haben oder nicht? Und die kein Vitamin D bekommen haben, da musste jeder Zweite auf die Intensivstation. Jeder Zweite. Und der Vitamin D ganze 2%. Fast niemand mehr. Wahnsinn. In der Gruppe ohne Vitamin D starben immerhin 15%. Und unter Vitamin D 0%. Das schon, sind schon massive Effekte. Und das sollte jeden Arzt, jeden Krankenhausarzt, jeden Intensivmediziner sollte das zum Nachdenken anregen. Und besser noch, auch zum Handeln. Diese Studie habe ich selber erst vor einigen Tagen gefunden. Und die Autoren bezeichnen sie selber als eine quasi experimentelle Studie. Und ich habe deshalb auch die Studie hier in Anführungszeichen gesetzt. Das war schon im Frühjahr passiert, also von 96 Einwohnern eines Altenheims in Südostfrankreich erkrankten immerhin 66 an Covid-19. Man muss sagen, die Einwohner waren nicht nur sehr alt, die waren auch noch alle sehr gebrechlich.
Und 57 von ihnen erhielten einmalig 80.000 Einheiten Vitamin D, also schon eine ziemlich große Dosis. 9 bildeten die Kontrollgruppe ohne Vitamin D. Okay, warum erhielten diese kein Vitamin D? Ich kann sie nicht beantworten. Aus der Studie oder aus der Publikation ging es nicht hervor. Vielleicht wollten sie nicht, ich habe keine Ahnung. Sie haben es nicht bekommen, aus welchen Gründen auch immer. Insofern also keine doppelblind kontrollierte, randomisierte Studie, wie es eigentlich wissenschaftlich sein sollte. Aber ich denke mir, die Ergebnisse sind trotzdem sehr beeindruckend. In der Kontrollgruppe, also ohne Vitamin D, überlebten 44% oder umgekehrt mehr als die Hälfte starb. Also es waren wirklich sehr alte und sehr kranke Menschen. Und in der Vitamin D-Gruppe überlebten 92% oder umgekehrt nur jeder 12. starb. Und wenn wir jetzt das relative Risiko zwischen beiden Gruppen berechnen, so erbrachte die Gabe von Vitamin D eine Sterblichkeit, die um 89% geringer war. 89% weniger. Ja, bitteschön, das ist keine kontrollierte, randomisierte Studie. Dieser Vorwurf ist völlig korrekt. Aber wollen wir das jetzt alles wirklich durch Placebo-Effekte erklären? Ja, weil diese alten, sehr gebrechlichen Leute gewusst haben, dass sie 80.000 Einheiten Vitamin D bekommen haben, und weil sie wussten, wie toll das gegen Covid wirkt, haben so viel überlebt und in der anderen Gruppe nicht, das mag man sich kaum vorstellen. Ja. Und diese Bilder, die jetzt wieder im Fernsehen zu sehen sind, Särge in Italien, ja, und uns wird Angst gemacht, ja, das Gesundheitssystem droht in Italien wieder zusammenzubrechen. Ja, bitteschön, das bricht in jedem Winter, bei jeder Grippewelle bricht das in Italien zusammen. Nur im letzten Winter und wahrscheinlich auch in diesem Winter guckt man wieder mal sehr, sehr genau hin. Ja, und hier nochmal die Kurven. Interessanterweise, die Särge werden uns gezeigt in der Tagesschau, aber diese Kurve aus dem französischen Altersheim, ja, irgendwie die habe ich in Talkshows oder so noch nicht gesehen. Ja, das wäre doch mal was Hoffnungmachendes. Warum wird uns sowas nicht gezeigt? Also oben die rote Kurve mit den Vitamin D-Menschen mit einer sehr geringen Sterblichkeit und die blaue Kurve mit der viel höheren Sterblichkeit. Ja, so viel zum Vitamin D. Kommen wir zum Vitamin C. Ja, Vitamin C ist doch unser Erkältungsvitamin. Bringt das denn nicht vielleicht was bei Covid? Könnte sein. Hier mal eine chinesische Studie. Die Chinesen haben ja sehr frühzeitig mit Vitamin C-Infusionen versucht, Menschenleben zu retten. Und jetzt ist endlich die erste Studie dazu erschienen. Also hier mal über 50 Covid-Patienten aus 3 Hospitälern. Die lagen alle auf der Intensivstation und alle bekamen 2x12 Gramm Vitamin C infundiert. Das ist schon eine ordentliche Dosis. Oder Placebo. Und dann hat man das Interleukin 6 nach einer Woche gemessen und fand in der Placebo-Gruppe 158 Picogramm pro Milliliter, also deutlich erhöhte Entzündungswerte. In der Vitamin-C-Gruppe war es nur 19 Picogramm pro Milliliter. Und wir wissen ja, viele, die Covid haben, sterben gar nicht direkt an dem Virus selber, sondern die sterben an dem Entzündungssturm, an dem Interleukinsturm, den unser Immunsystem selbst ausgelöst hat. Also wenn wir diese Entzündung runterfahren können, diese Überentzündlichkeit, können wir vermutlich vielen Menschen das Leben retten. Also das haben die Chinesen versucht. Also diese Bilder gingen so im Frühjahr durch das Internet. Ja, Tonnen von Vitamin C werden nach Wuhan gebracht. Ja, jetzt endlich die Ergebnisse. Also immer dieser Laborwert war deutlich besser gewesen. Aber das interessiert uns ja eigentlich nicht. Uns interessiert ja, sterben die Leute oder sterben sie nicht? Und das ist rausgekommen in der Vitamin C-Gruppe auf dieser Intensivstation mit den Schwerkranken war die Gesamtsterblichkeit halbiert. Wiederum Einschränkung, das war nicht ganz signifikant geworden. Dieser Effekt sieht zwar sehr eindrucksvoll aus, aber es waren zu wenige Menschen in dieser Studie drin, als dass dieser Effekt statistisch signifikant werden sollte. Das kann immer noch auf Zufall beruhen. Dann hat man noch eine Subgruppe gebildet. Man hat nochmal diejenigen genommen,
die in einem Multiorganversagen waren, also die wirklich richtig schwer erkrankt waren. Der SOFA, das ist ein solcher Organversagensindex, der sollte also größer als 2 sein. Und diesen wirklich schwerstkranken Klientel, da war die Sterblichkeit dann sogar um 2/3 vermindert. Und dieser Effekt, obwohl das nur sehr wenige waren, dieser Effekt ist dann sogar signifikant geworden. Also wenn man auf der Intensivstation ist, gibt es doch gute Hinweise darauf, dass die Sterblichkeit bei Covid halbiert werden könnte, bei Schwerstkranken sogar um 2/3 reduziert werden könnte, wenn diese Vitamin C IV erhalten. Mir ist bisher kein Hospital bei uns bekannt, wo das praktiziert wird. Auch hier der dringende Aufruf, das zu machen, ja. Die bekommen Remdesivir für $3.000 für die Behandlung. Aber für wenige Euro mal täglich Vitamin C zu infundieren, ja, irgendwie, nö, das machen wir nicht. Also ich behaupte, wenn das eine Infusion wäre, die kein Vitamin enthielt, sondern ein synthetisches Medikament, und wenn das von einer Firma für 1.000 Euro verkauft würde oder mehr, dann würde eine Intensivstation das machen. Warum nicht bei dem billigen Vitamin C? Ich verstehe es überhaupt nicht. Ja, Omega-3. Hat Omega-3 vielleicht auch was mit Corona zu tun? Hier auch eine sehr interessante Arbeit, wo die Forscher fordern oder behaupten, dass Omega-3-Fettsäuren die Stimmungsschwankungen verbessern. Also wir wissen ja, dass Omega-3 einen psychisch stabilisierenden Effekt aufweist, weniger Depressivität, mehr Gelassenheit. Und das ist natürlich was wir jetzt in der Corona-Krise sehr gut brauchen könnten. Und die Forscher sagen auch, Omega-3-Fettsäuren verbessern ganz klar das Immunsystem. Also fordern sie wirklich, dass wir gut mit Omega-3 ausgestattet sind, um den psychischen und physischen Beeinträchtigungen entgegenzuwirken. Also das ist nicht auf meinem Mist gewachsen. Ich habe das nicht gesagt, sondern das sagen diese Wissenschaftler. Von mir stammt dann jetzt noch dieser Zusatz. Gerinnungsstörung. Wir wissen ja inzwischen, dass viele Covid-Patienten nicht an dem Entzündungsstrom gestorben sind, sondern an Embolien und Thrombosen. Das haben wir nicht so schnell erfahren. Also wir hätten das rauskriegen können, wenn wir frühzeitig Obduktionen gemacht hätten. Das hat aber das RKI leider untersagt. Ich habe bis heute nicht verstanden, warum die das untersagt haben. Also wir haben beim Rinderwahnsinn und auch bei HIV niemals sind den Pathologen Obduktionen untersagt worden. Aber bei Corona sollten die plötzlich nicht mehr obduzieren. Ich habe das nicht verstanden. Ja, okay. Wir wissen, die Gerinnungsstörung ist auch für viele Todesfälle mitverantwortlich. Und was macht Omega-3? Es hat einen leicht gerinnungshemmenden Effekt. Ob das jetzt dabei ausreichen würde, wissen wir nicht ganz genau. Aber immerhin sind die Daten interessant genug, um folgende Internetseite zu ermöglichen. Das ist jetzt eine norwegische Seite, wie unschwer zu erkennen ist. Kantran helpe mot Corona, det vil forskere finne ut. Also ich wusste gar nicht, dass ich Norwegisch kann. Das ist eigentlich ganz leicht zu übersetzen. Kann Lebertran bei Corona helfen? Das wollen Forscher herausfinden. Super. Ne? Also hierzu die englische Übersetzung davon. Und da ist halt festgestellt worden, dass es doch einige Hinweise gibt, dass eben Omega-3 zu einem geringeren Risiko bei Covid-19 führen könnte. Und vor wenigen Tagen, Mitte November 2020, hat daher die Universitätsklinik Oslo eine Studie auf den Weg gebracht, mit Omega-3 an 80.000 Norwegern. Eine riesige Studie auf Deutschland übertragen, während es 1,6 Millionen Deutsche, die an der Studie teilnehmen würden. Ja, sowas würde ich mir in Deutschland auch mal wünschen für Vitamin D, für Omega-3 oder für Zink oder für eine Kombination davon. Die Norweger kriegen das hin, wir Deutschen schaffen sowas nicht. Das sind nur Nährstoffe, die können ja nichts bringen. Die ersten Ergebnisse werden im Mai 2021 erwartet. Also vielleicht helfen sie uns dann im nächsten Winter. Aber ich würde ungern so lange warten wollen. Ich würde jetzt damit beginnen wollen, spätestens jetzt, ja, weil wir können damit doch keinen Schaden anrichten, vielleicht aber einen riesigen Nutzen. Wer noch etwas mehr über Omega-3 und das Immunsystem erfahren möchte,
Der Uwe Gröber, ein Apotheker und ein ausgewiesener Nährstoffexperte, hat mit mir zusammen diese Publikation veröffentlicht. Kann man auf meiner Homepage auch nachlesen unter Omega-3 und Immunsystem. Wahrscheinlich stellen wir es auch nochmal unter das Video drunter als Link. Ja, muss man nochmal schauen. Ansonsten auf meiner Seite finden Sie es auch. So, was brauchen wir denn wirklich? Ich habe jetzt mal so ein Präventivprogramm mit Nährstoffen zusammengestellt. Ich habe das auch nochmal ausführlich da in meinem eigentlichen Online-Interview dargestellt, auch mit den Studien, die jetzt für Selen oder Vitamin C noch sprechen, auch für die orale Eingabe. Das kann sich ja nicht jeder jeden Tag zur Infusion zu Hause setzen, das geht ja nicht. Ja. Für die orale Einnahme gibt es ja bisher bei Covid überhaupt keine Studien, aber wir wissen, dass es positiv aufs Immunsystem wirkt. Warum sollten wir das nicht wahrnehmen? Dieses Programm, was ich Ihnen jetzt vorstelle, das ist auf meinem eigenen Mist gewachsen. Das ist spekulativ und das sind meine ganz persönlichen Empfehlungen. Es gibt keine wissenschaftliche gesicherte Datengrundlage dafür, aber ich mache das im Moment selber. Ich bin selber Hochrisikopatient und ich kann es allen anderen nur anraten, ohne dass wir natürlich gewährleisten können, dass wir da einen hundertprozentigen Schutz vor Corona haben oder vor einer schweren Covid-Erkrankung. Also Vitamin D gehört für mich dazu und zwar eine ordentliche Dosis, 5000 Einheiten. Vitamin A, wissen wir heute, ist beim Immunsystem ein wahnsinnig toller Synergist zu Vitamin D. Nicht das K2, das Vitamin A ist wichtig. 3000 Einheiten wären vermutlich nicht schlecht dafür. Es wird immer wieder Angst gemacht. Oh, Vitamin A ist gefährlich, damit können wir uns vergiften. Wir können uns mit allem vergiften, aber es ist sehr, sehr schwer. Wir wissen, ab 10.000 Einheiten am Tag kann das Missbildungsrisiko beim Ungeborenen steigen und wir müssten sehr viel mehr nehmen, um andere Nebenwirkungen wie Leber- oder Knochenschäden zu haben. Und bitte, wir sind ja bei 3000 Einheiten, sind wir weit von den postulierten 10.000 entfernt. Bitte keine Angst haben vor Vitamin A, wir brauchen das auch. Vitamin C, 1,5 Gramm, das ist nicht viel. Das ist die Dosis, die 75 Kilogramm Säugetier jeden Tag produziert. Sie wissen ja, der Mensch ist eines der wenigen Tiere, die kein Vitamin C synthetisieren. Praktisch alle Tiere, außer Meerschweinchen und Menschenaffen, produzieren Vitamin C. Und zwar in der Größenordnung von 1 bis 3 Gramm pro 75 Kilogramm Gewicht. Das sind physiologische Dosen. Zink 15 Milligramm. Da gibt es zumindest bei anderen Infekten auch eine sehr gute Datenlage. Selen 100 Mikrogramm. Omega-3 2 Gramm für den Normalgewichtigen, der 3 bis 4 Mal in der Woche Fleisch, einmal in der Woche Fisch isst. Das wäre so eine Hausnummer, mit der vermutlich niemand etwas falsch machen würde und mit der vermutlich das Immunsystem deutlich unterstützt würde. Und das ist jetzt mein Akutprogramm. Wenn man jetzt also trotzdem noch was kriegt oder man hat mit diesem Präventivprogramm noch gar nicht begonnen, dann ist das seit vielen Jahren mein Akutprogramm. 10, 15 Milligramm alle 2 Stunden am ersten Tag geben. Dann, solange der Infekt dauert, 3-mal täglich. Vitamin C 500 Milligramm alle 2 Stunden am ersten Tag. Also das wären dann auch mehrere Gramm. Dann 3-mal täglich. Ein Echinacea-Präparat, roter Sonnenhut, am besten alle 2 Stunden am ersten Tag, dann 3-mal täglich. Wenn keine Gegenanzeige besteht, also nicht bei einer Kopfblütlerallergie oder zum Beispiel bei schweren Autoimmunerkrankungen, da sollte man das nicht tun. Das war bisher mein Akutimmunprogramm, wo ich bei meinen Patienten, auch bei mir selber, sehr, sehr gut gefahren bin. Und seit diesem Winter, seit dem letzten Winter, ist dann eben aufgrund der Datenlage noch das Vitamin D dazugekommen. Und da würde ich vorschlagen, so 10 Tage lang 20.000 Einheiten pro Tag zu nehmen. Und auch da, wenn man da denkt, oh, das sind ja Megadosen, sind die nicht gefährlich, da kriege ich doch Nierensteine. Nein, das sind physiologische Dosen. Wenn Sie im Sommer sich 10 Minuten in der Badehose auf den Bauch legen und 10 Minuten auf dem Rücken und Sie haben noch keinen Sonnenschutz aufgetragen, dann bilden Sie 15.000 bis 20.000 Einheiten. An diese Dosen sind wir gewöhnt. Das sind keine Megadosen. Und
dann würde ich eventuell nach den ganz neuen Studien oder nach dieser französischen Altersheim-Studie kann man eventuell auch mit dem hohen Bolus mit 50 bis 100.000 Einheiten beginnen, würde ich aber nicht als Laie alleine zu Hause machen. Das würde ich schon mit einem Therapeuten absprechen, der sich auch mit Vitamin D auskennt. Oder wenn man schon wirklich 5.000 Einheiten jeden Tag genommen hat, dann braucht man das möglicherweise auch nicht. Ja, wie gesagt, es gibt keine Studien dazu, es gibt keine Datenlage. Wir müssen das so Pi mal Daumen machen. Also wenn jemand noch gar nichts genommen hat, kann er das eventuell so hoch geben, aber in Rücksprache mit Therapeuten. Und die nächsten Tage dann 10.000 Einheiten noch weiter, dann sind wir wirklich sehr gut mit Vitamin D ausgestattet. Und mal mit solchen paar hunderttausend Einheiten, da kommen wir nicht in einen Schaden rein, wenn wir nicht schon vorher sehr, sehr hohe Spiegel gehabt haben. Also der Normalbürger, der bisher nichts genommen hat, der hat niemals einen solchen Bereich, der muss keine Angst haben. Und im Moment laufen auch gerade Vitamin D-Studien. Da habe ich gesehen, eine läuft mit einem Bolus, mit einem Schuss sozusagen von 100.000 Einheiten. Und in einer anderen Studie geben die Wissenschaftler sogar am Anfang 500.000 Einheiten Vitamin D auf einmal. Und diese Studien sind durch Ethikkommissionen durchgelassen. Wenn das gefährlich wäre, dann hätten wir es nicht durch die Kommission gebracht. Aber trotzdem, liebe Kinder, bitte nicht allein zu Hause machen. Und im weiteren Verlauf des Winters würde ich dann unbedingt mit 5.000 Einheiten weitermachen. Das wäre also so mein Akutprogramm, wo man den ein oder anderen Infekt noch so mit ablocken kann, dass er nicht richtig rauskommt oder aber dass er schwächer oder kürzer verläuft. Bitte probieren Sie es aus. Sie machen nichts verkehrt damit. Gewehr haben wir damit allerdings nicht. Mit welchen Präparaten könnten wir da arbeiten? Also ich gebe gerne dieses Vitamin C, ist ein Vitamin C-Ester, was nochmal besonders gut aufgenommen wird, auch besonders gut verträglich ist. Vitamin D gebe ich gerne das Lipovitamine Forte 5000. Da ist auch noch ein bisschen A und ein bisschen E und K2 ist da auch noch drin, aber der Hauptbestandteil ist eben das Vitamin D mit 5000 Einheiten pro Tropfen. Für Kinder je nach Gewicht eben 1 bis 4000 Einheiten. Da gibt es diese Lipovitamine Tropfen 1000 und da haben noch das Vitamin A, wo in einem Tropfen 3000 Einheiten drin sind. Das wäre Selen. 4 Tropfen davon haben 100 Mikrogramm. Zink, diese Tablette hat 15 Milligramm. Und wenn man jetzt sagt, okay, ich will jetzt nicht zu viel nehmen, ich will wirklich beides zusammennehmen. In dieser Kapsel sind eben genau diese Mengen von 15 Milligramm Zink und 100 Mikrogramm Selen enthalten. Das wären jetzt Omega-3-Präparate. Das Fischöl, davon in der Regel normaler Erwachsener ein Esslöffel. Wer jetzt aus irgendwelchen Gründen die Kapseln bevorzugt, müsste von diesen Kapseln 5 am Tag nehmen. Vegan ein Teelöffel statt einem Esslöffel oder 3 Kapseln. Und wer es noch nicht genommen hat und genau wissen möchte, wo er steht und wie viel er braucht, wäre natürlich sinnvoll, vorher eine Analyse zu machen. Das kann man mittlerweile alleine zu Hause mit einem Bluttest aus dem Kapillarblut, kann man sich bestellen, sage ich gleich noch wo. Wäre ohnehin gut, die Laborwerte zu kennen. Und ich sage jetzt mal, was man da messen sollte und wie die optimalen Werte sind. Vitamin A würde ich gar nicht messen, das kann man sofort nehmen, da macht man mit 3000 nie was verkehrt. Vitamin C würde ich auch nicht messen. Es ist völlig egal, ob wir im mittleren oder unteren Normbereich sind. Ich will ja in jedem Fall mit dieser 1,5 Gramm Dosis, die ja weit höher ist als die 100 Milligramm Skorbut-Vermeidungsdosis, will ich ja in jedem Fall in einen guten Bereich kommen. Also muss ich den Wert auch vorher gar nicht wissen. Vitamin D, ich habe es mehrfach schon gesagt, da wollen wir die 100 bis 150 Nanomol pro Liter oder 40 bis 60 Nanogramm pro Milliliter anstreben. Zink reicht mir die Serumuntersuchung mit einem mittleren bis hohen Normbereich. Selen ist die Vollblutuntersuchung ein bisschen genauer als die Serumuntersuchung. Aber wer das jetzt nicht hat, die Serumuntersuchung geht durchaus auch, aber die Normwerte stimmen nicht. Wir wollen keinen Normwert haben, sondern wir wollen mit dem Selenwert an der oberen Normgrenze oder ganz leicht darüber sogar liegen. Das wären beim Selen die optimalen Werte.
In der Fettsäuremessung sollte man einen Omega-3-Index von 8-12% anstreben. Das ist die Summe aus EPA und DHA, die wichtigen maritimen Fettsäuren, im Vergleich zu allen Fettsäuren. 8-12%. Nebenbei, der Durchschnitt in Deutschland liegt so etwa bei 5-6%, also gerade mal der Hälfte. Und der AA zu EPA-Quotient, das ist der Quotient aus der entzündungsfördernden Acharitonsäure aus tierischen Produkten im Vergleich zur entzündungshemmenden Omega-3-Fettsäure EPA aus den Fischen. Dieser Quotient sollte bei 2,5 liegen. Nebenbei, er liegt im Durchschnitt der Bevölkerung so etwa bei 10-15. Aber viele, viele haben Werte über 15, über 20, teilweise über 30. Also grottenschlechte Werte. Um auf solche guten Werte zu kommen, müssten wir wirklich jeden Tag so viel Makrele essen. Das wäre aus anderen Gründen auch nicht so ganz gesund. Oder eben einen Esslöffel Fischöl oder einen Teelöffel Algenöl nehmen. Ja, nochmal ein kleiner Hinweis auf meine Bücher, das Omega-3-Buch Öl des Lebens. Da habe ich all mein Wissen für den Laien verständlich geschrieben, zusammengetragen. Wer etwas dickere Bretter bohren möchte, das Buch Nährstofftherapie, wo alles von Vitamin A bis Zink beschrieben steht. Ja, dann nochmal was ganz Aktuelles, Ärgerliches. Diesen Internetartikel habe ich vor wenigen Tagen gefunden. Schwerer Covid-19-Verlauf durch Vitamin-D-Mangel. Ja, habe ich ja eben gezeigt. Das ist bewiesen. Jetzt kommt aber das Expertenwissen. Also veröffentlicht auf web.de, Magazine Gesundheit. Und ja, da wird dann gesagt, die Studienlage zu Covid-19 und Vitamin D sei überhaupt nicht belastbar. Und Kronzeuge dafür ist Professor Schatz, der Vitamin-D-Experte der Deutschen Gesellschaft für Endokrinologie. Und ja, wir wissen ja, Vitamin D ist ja ein Hormon und die Endokrinologen sind ja die Hormonspezialisten. Also die müssten wirklich am besten über Vitamin D Bescheid wissen. Und Professor Schatz war jahrelang Vorsitzender dieser Gesellschaft. Ich weiß gar nicht, ob er es jetzt noch ist. Ich glaube, der ist mittlerweile auch über 80 Jahre alt. Aber er ist immer noch wieder Vitamin-D-Experte und wird immer noch zur Rate gezogen. Ja, und er sagt, es gibt keine wissenschaftlichen Studien. Lieber Herr Professor Schatz, ich möchte Ihnen gern mal die Studien, die ich Ihnen hier vorgestellt habe, die möchte ich Ihnen am liebsten um die Ohren hauen. Ja, nehmen Sie endlich mal die wissenschaftliche Datenlage wahr. Okay, ich habe ja selber gesagt, gibt es methodische Kritikpunkte an diesen Studien. Aber die Hinweise sind doch trotzdem so klar. Wie kann man angesichts dieser Datenlage, auch wenn sie den letzten Evidenzgrad 1a noch nicht errungen hat, wie kann man angesichts dieser Datenlage und den vielen Todesfällen an Covid, wie kann man dann Vitamin D in den Dreck ziehen und davor warnen? Wer das liest, ja, wird er noch Vitamin D einnehmen? Ja, vermutlich nicht. Der Professor hat es doch gesagt, ja. Sie halten Menschen davon ab, etwas Gutes für ihr Immunsystem zu tun. Ich finde es unverantwortlich. Nebenbei so eine kleine Anekdote noch von Professor Schatz. Vor wenigen Jahren stand auf seiner Internetseite, mittlerweile ist das gelöscht worden, aber es war noch vor wenigen Jahren dort gewesen, was er zu Vitamin D sagt. Und er sagt, es reicht im Winter aus, im Winter, für eine gute Vitamin-D-Versorgung, sich eine halbe Stunde im Freien aufzuhalten. Er sagt noch nicht mal in der Sonne, er sagt, eine halbe Stunde im Freien im Winter reicht aus, um es gut mit Vitamin D zu versorgen. Ja, da bin ich einfach nur platt, ja, weil ich bin ganz sicher, alle Zuschauer draußen an dem Bildschirm, ich glaube, jeder von Ihnen weiß, dass im Winter kein Vitamin D gebildet wird. Ja, jeder weiß von Oktober bis in den April hinein, ja, je nach Breitengrad, in Flensburg noch schlechter als in Freiburg, ja, es wird kein Vitamin D mehr gebildet. Aber Professor Schatz, der Vitamin-D-Experte, der weiß das nicht oder zumindest bis vor einigen Jahren hat er es nicht gewusst. Also wenn es nicht so traurig wäre, müsste man drüber lachen. Aber auf solche Experten, da hören die Mädchen und da hören die Menschen. Also jetzt will ich dieses Referat wirklich nicht mit dieser negativen Aussage beenden. Und ich habe noch was Schönes rausgesucht. Und schauen Sie sich das bitte an. Ein Wunder. Ich bringe Ihnen jetzt ein Wunder mit, ja. Das Wunder von Elk. Ich weiß nicht, vielleicht hat der ein oder andere in Deutschland auch davon gehört. In der Schweiz ist es durch die Medien gegangen. Was war da passiert?
In einem Altersheim in Elk sind ganz viele an Covid erkrankt, aber obwohl es auch sehr viele Hochbetagte waren, nicht einer ist schwer krank geworden, nicht einer muss ins Krankenhaus, nicht einer ist gestorben. Das nannte man dann Wunder vor Elk. Wir wissen heute, es ist kein Wunder. Und hier mal ein Bericht der Schweizer Zeitung darüber. Das Rätsel ist das BAG, das ist das Bundesgesundheitsamt in der Schweiz, nicht das Wunder von Elk. Das Wunder von Elk basiert nämlich auf Vitamin D. Alle Altersheimbewohner haben präventiv Vitamin D bekommen. Präventiv Vitamin D, das hat ausgereicht, um dieses Wunder von Elk zu erzeugen. Und ich habe lange gesucht, bis ich wirklich mal sichere Informationen bekommen habe. Und vor wenigen Tagen habe ich tatsächlich per Mail mit dem Heimarzt Kontakt aufnehmen können. Und er hat mir gesagt, was er seinen Schützlingen gegeben hat. Er hat ihnen 5600 Einheiten gegeben, Vitamin D. Und zwar nur einmal in der Woche. Also ich hätte es lieber täglich gegeben und ich hätte es auch nicht in dieser Dosis von umgerechnet 800 Einheiten in der Woche am Tag gegeben. Für mich ist das viel zu wenig, aber wir haben ja aus einigen Studien gesehen, es scheint schon eine ganze Menge auszumachen, wenn die Menschen nur aus dem allergröbsten Vitamin-D-Mangel rauskommen. Also schon von unter 30 auf über 30 Nanomol zu kommen, bringt ja schon eine ganze Menge. 100 bis 150 Nanomol wären vermutlich noch besser, aber diese kleinen Effekte beim Vitamin-D-Spiegel reichen auch schon aus, um ein Wunder zu bewirken. Und ja, jetzt sollten auch eigentlich alle überzeugt sein, zumindest vom Vitamin-D. Und wie gesagt, ich nehme die anderen Sachen im Moment auch alle ein. So, damit bin ich jetzt wirklich am Ende. Also hier nochmal die Adresse meiner Praxis in der Schweiz, wo wir mit 8 Ärzten und 14 Heilpraktikern zusammenarbeiten. Das ist meine Homepage. Da bitte auch mal reingucken, habe ich sehr viel geschrieben. Auch etwa einmal im Monat ein Newsletter, wo ich denke, immer ganz interessante Sachen drinstehen. Das ist noch meine Empfehlungsseite. Da habe ich auch noch Links zu meinen Büchern, die man mal kurz Probe lesen kann. Und wer die Fettsäureanalyse und oder die Ölprodukte haben möchte, kann die bei Norsan bestellen. Mit dem Code Willkommen15 bekommt man 15% Begrüßungsrabatt. Die Schweizer dürfen dort nicht bestellen, die können sich aber in swissmedicalplus.ch wenden. Und wenn man dort den Code Kongress 2020 eingibt, bekommt man 10% Rabatt, den allerdings als Dauerrabatt. Die anderen Produkte, das Vitamin D, Vitamin A, Selen, Zink, das bekommt man bei natogena.de in der Schweiz bei .ch. Und wenn man den Code Willkommen10 eingibt, bitte ohne Leerzeichen, dann bekommt man auch noch 10% Begrüßungsrabatt. Also das wäre jetzt mein Schleichwerbungsteil. Aber ich sage das jetzt einfach so, ganz einfach aus dem Grund, weil ich bekomme dann immer ganz, ganz viele E-Mails und ja, was nehmen Sie denn nun genau und sagen Sie uns doch und dann tue ich es lieber gleich. Und es gibt auch viele andere gute Präparate. Ich will die anderen damit überhaupt nicht schlecht machen. Aber das sind einfach die Präparate, mit denen ich im Moment am meisten arbeite, die eine sehr gute Qualität haben, ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Ja, das war meine Zugabe. Und ja, wie ich befürchtet habe, es hat keine 5 bis 10 Minuten gedauert, sondern es hat fast eine Dreiviertelstunde gedauert. Ich hoffe, ich habe Sie nicht gelangweilt. Ich hoffe, ich habe Ihnen nochmal ganz spannende, interessante, vielleicht sogar lebensrettende Informationen gegeben. Sorgen Sie bitte dafür, dass diese Informationen weit verbreitet werden an Ihre Freunde, an Ihre Verwandten, an alle, die Ihnen irgendwo am Herzen liegen. Bitte setzen Sie viel von dem um, was Sie hier im Kongress hören. Bewegung, Wärme, Kältereize, Umgang mit Stress, das ist alles auch ganz, ganz wichtig. Aber diese Nährstoffe sind für mich einfach die materielle Grundlage für ein gutes Immunsystem. Alles Gute für Sie, bleiben Sie gesund.